Was geht ab, Freunde der Nacht? Ich habe euch wieder Vikings reingebracht. Und zwar sind wir hier das letzte Mal stehen geblieben bei diesem wunderbaren Spiel. Wir müssen jetzt auch das Schiff, um eine Erforschung durchzuziehen quasi. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Das freut mich. Er tanzt auch für euch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und vergesst den Support nicht. Tadada! Ja. Jetzt wird spannend. Ich bin schon total happy, wie es wird. Definitiv, das wird wieder ein gigantisches Metzel-Ereignis. Oder was meint ihr? Und hier seid ihr auch nochmal gefragt. Was geht ab mit 100 Abos? Kriegen wir das hin? Das wäre echt nice. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, haut sie rein. Jede Kritik ist gut, auch wenn es eine schlechte ist. Da weiß man wenigstens, woran man ist. Fangskar, ein ferner Felsen inmitten der Küsten von Midgard, wohin es nur wenige verschlug. Die Skald Helga ward hier geboren und aufgezogen, bevor sie in die Ulfung einheiratete. Nun kehrt sie zurück, um sich dem schrecklichen Geheimnis dieser verfluchten Insel zu stellen. Alles klärchen. Wir haben doch keine Feinde. Wer würde so etwas tun? Bitte findet meinen Vater Fraki. Ich bange um sein Leben. Alles klärchen. So, gehen wir erstmal hier schön an die Strandpromenade vorbei. Aha. In sein erster Move ist also schubsen. Ja, jetzt natürlich nicht, wenn er das sagt, ne? Ist hier oben noch was Leckeres? Nein, okay, gehen wir hier weiter. Bam! So, schauen wir mal, was jetzt so geht. Okay, hier ist zu. Komm heraus, Troll, ich kann dich von hier aus riechen. Zurück in deine Hobbithöhlen oder direkt in dein Grab. Mir ist dein Schicksal egal, Eindringling. Alles klar, shit. Boah, Alter. Boah, ich komm nicht weg. Der Tod steht dir gegenüber. Ey, was? Den habe ich eingefroren. Ja, super. Was fällt dir ein, mich zu verletzen? Blöden Bogenschützen. Was fällt dir ein, mich zu verletzen? Den Spruch hast du eben schon mal gebracht, Digga. Da hat auch nicht gezogen. Tja. Eins, zwei, drei. Das war meins. Und ich hau dich zu Brei. Rettet meinen Vater, sagt sie. Scheint, als sei er nicht in Gefahr. Bumm! Oh, was ist das denn für Killerwölfe, Alter? Eieieiei. Ja, brauchen wir alles. Ach, diese nervigen Vögel. Bambi. Wow! Was ist das für ein geiles Spiel? Was sind das für Scheißvögel? Ja. Fleischwunde. Krass. Ja klar. Okay.
16 Gold eingesammelt. Brauchen wir immer noch nicht. Tod den Feinden Ulfungs! Hier unten war was. Hier. Ne, das war der Speicherpunkt. Okay. Ist hier noch was? Großer Feinde! Alles klar. Schön, schön sieht's aus. Auch mit dem Wasser die Einspielung. Nice. Rostige Axt. Juhu. Ja, das ist schon den ganzen Tag über gewöhnt. Ich wollte gerade sagen, waren wir hier schon und dann kamen sie raus. War also ein klares Nein, hier waren wir noch nicht. Komm her, Wolf. Blöden Raben, ey. Die mir richtig auf den Keks. Die Raben der Hölle. Für die Ulfo! Okay. Was ist denn hier los? Krass, was war das denn? Auch eine Ausgeburt aus der Hölle. Ekelig sah der aus. Ein bisschen krank auch. Na komm her. Nice. Fein, fein. Hä? Was war das? Achso, das kann ich kaputt machen. Das sind Hüften. Ach so. Ah, nimm nicht alles mit. Was zur Hölle? Was war das denn jetzt für ein Move? Hä? Ah, jetzt hängt er da am Baum fest, Leute. Baumhüter. Boah, 30 Schütten sind sie geben. Eieiei. Geh nur das Gebiet ab. Okay, hier waren wir schon. Ich werde bestimmt nicht alle 30 Schütten suchen. Die ich jetzt noch sehe, okay. Das war's dann auch mit Hütten suchen. Ist ja auch noch eine Hütte. Nein. Der Lost Viking der. Wupp. Schön auf jeden Fall, dass wir nicht mehr in so einem kalten Gebiet sind, ne? Wo alle 2 Sekunden eine Feuerstelle suchen müssen. Wikingerschwert, ja. Boah, was ist das denn für Wölfe? Bam. Jetzt hast du einen, okay, jetzt gehen wir hier hin.
Nee, nee, keine Verstärkung rufen. Alles schon so, alles gut. Nicht genug Blut für eine Opfergabe, okay. Andere. So ein Ding. Da müsste es ja noch zwei geben, oder? Da ist die Frage, von wo fängt man an, ne? Hier das X. Da der Pfeil und hier auch ein Weg. Und hier hinten. Moment, wollen wir noch gucken, wie war's? X und dann das Ding. Ach, das ist noch richtig auf dem Schirm. Gut. Schön, dass ein paar Rätsel dabei sind. Das ist nice. Gut gemacht. Danke dafür. Ab in die Höhle der Hölle. Woppa! Double Kill, was geht? Ja, großartig, wertvoll. Genau das, wonach ich gesucht habe. Ach, ach du Kacke. Was bist du für ein feiger Troll? Okay. Schnipp, schnapp. Bitte ab. Guck mal, von diesen komischen Viechern hat mir einer gefehlt. Ist das nicht zum Kotzen? Also eine große Welt hier. Also, was heißt große Welt? Nennen wir es mal Dungeon, oder? Flug für Asgard! Mein Gott. Naja, flug du mal da hinten rum. Nochmal Glück gehabt, Backhausen. Hätte auch gut und gern in die Hose gehen können. Wilder Eber. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid! Na, kommt mal alle her. Komm, ich hab keinen Bock mal, euch einzeln zu killen. Wieso kann ich nur noch zwei nehmen? Ha? Ich hab doch nichts geändert. Heilschaden. Heilschaden. Ach, das ist das. Seht ihr? Ladung.
Ah, da muss man drauf achten. Okay. Wir schauen nur mal ganz kurz durch. Nur ganz kurz. Rostige Axt. Da ist eh nichts besser. Gut. Das war's schon. Ja, jetzt machen wir es natürlich, ne? Ist ja logisch. Drei Ladungen brauchen wir auf jeden Fall. So, dann geht's hier oben weiter. Buckler. Oh, immer ein Schlag zu viel. Große Dungeon. Nicht mal eine Fleischwunde. Der sagt so coole Sprüche. Tschüss. Wo kann der denn her, der kleine Wicht? Dum-dum-di-dum. Oh. Gold und so finden wir aber echt sehr, sehr oft und sehr, sehr viel. Was das noch bedeutet, das muss man mal durchlesen. Also. Oder wenn einer das weiß, natürlich haut es raus. Immer, immer gern gesehen. Wir machen die Dungeon bis zum Ende. Komm, haben wir uns verdient. Soll das ein Witz sein? Na? Nicht so frech. Eiserne Schädel habe ich alle. Einer und neun. Ich bin unbesiegbar. Ja, das sind wir. Boah, wenn ich diese ganzen Moves mache, haben die echt keine Chance. Aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Okay. Das haben wir jetzt auch. Ja. Also, wenn der abgeht. Haben wir auf jeden Fall gut hochgelevelt. Ach, hör doch auf. Diese Goblins. Sorry, ich bin gerade ein bisschen in Konzentrationsmodus, damit wir das schnell hinter uns haben. So.
aufhalten sie ja nicht. Boah, aber dafür, was geht denn hier ab? Nee, nö, nö. Hey, die Pumpe halt. Oh. Die erste Dungeon. Jetzt kommt bestimmt der Dungeon-Boss, oder? Schwupp. Schwupp. Alles klar. Wir gehen ziemlich schnell down. Da ist ein Boss. Ich wusste es. Ja. Heilung, klar. Okay. Letztes Gefecht. Nein, ihr solltet nicht hier sein. Flieht, solange ihr noch könnt. Grindan ist gefallen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Nein, nein, nein. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Hätte es auch getan. Das verheißt nichts Gutes. Sie plant bereits ihre Rache. Sie wird Helga nichts antun. Aber ihr befindet euch in großer Gefahr. Wollt ihr mir nicht erzählen, was hier vor sich geht, Runenschmied? Du tötest meinen Sohn, verbirgst meine Tochter vor mir. Ach du Scheiße. Nun stirbst du. Besiege Grindel. Alles klar. Was zur Hölle bist du denn? Boah, was? Ne, das kann vergessen, dass du dich immer auflädst. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Die hat's aber in sich. Betäubt. Fuck. Nee, nee. Komm! Oh. Du kannst mich nicht besiegen. Oh shit. Ich komm nicht weg. Ich hänge fest. Nein. Ich gebe auf. Genug. Sie hätte mich hier nur noch ankreuzen müssen. Hört auf, sage ich. Bitte tötet meine Mutter nicht. Ich wollte es nicht so weit kommen lassen. Ich habe geschworen, das Geheimnis meines Vaters zu bewahren. Mein Geheimnis. Er muss mit dem Tode dafür büßen, was er getan hat, meine Tochter. Nein, es ist mein Fehler. Ich enthielt das Geheimnis meiner Geburt jedem vor. Und nun ist mein Bruder tot. Geht, Mutter, kehrt nach Utgard zurück. Oder wir werden uns nie wiedersehen. Wie du wünschst, meine Liebe. Lebe wohl. Ach, okay. Ja. Fraki würde nicht erzählen, wie er dazu kam, ein Kind mit der Trollhexe Grindel zu zeugen. Der Runenschmied redete besser nicht von solchen Dingen. Aber die Ulfung nahmen ihn auf, wenngleich einige Helga misstrauisch ansahen, wohl wissend, dass ein Teil Riesenblut durch ihre Adern floss. Okay.
Die war schon ein bisschen ekelhaft, oder? Ein bisschen. Warten jetzt, bis es durch ist und dann ist der Part auch schon zu Ende. Diesmal ein bisschen länger, aber wir sind ja in die Dungeon gegangen, ne? Und dann ziehen wir das auch durch. Und so haben wir auch viel mehr Spielerlebnis. Zusammen. Together. Ich stehe zweifach in eurer Schuld. Dafür, dass ihr meinen Vater gerettet habt und dass ihr mich akzeptiert, ungeachtet meiner Herkunft. Es ist mir eine Ehre, euch als Skald zu dienen, mein Häuptling. Es ist mir eine Ehre, euch als Runenschmied zur Seite zu stehen. Welche Runen ihr auch findet, ich kann sie mit eurem Besitz verknüpfen. Vergebt mir. Ich kannte Helgas Geheimnis, aber ich warte es. Meine Frau ist für niemand eine Bedrohung. Das beschwöre ich bei meinem Leben. Ich fürchte, es gibt ein weiteres Problem, mein Häuptling. Uns geht das Eisen aus. Das Dorf der Jarnung grenzt an das Moor und das Moor ist reich an Eisenerz. Ein Moor? Ich nehme an, ich kann Sumpfwesen töten, falls uns das Eisen bringt. Okay. So. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Supportet das Ganze weiterhin so nice. Haut rein.